So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Gut, ja, Mobilisierung. Mobilisierung ist ja wie immer eine wichtige Sache. Wir haben gestern den Key, Witch Key, The Queen's Key. Nee, wie war denn der Spruch? What is it? The Key. Ist irgendwie wessen Frage? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Verdammt. Im Tower, ne? Wenn der Schlüssel, glaube ich, der Queen. Ist es die Queen? Übergeben wird. Ach, guck mal hier. Sie ist leer. Aha. Sie ist so leer. Ich wollte gerne nochmal kurz hier vorne kurz abgreifen. Ist hier alles in Ordnung? Müssen wir erstmal wieder rein. Gestern war alles etwas überhastet, weil ich musste schnell wohin. Und hatte dann vielleicht schon etwas anderes im Kopf. Das ist nie gut. Hallo. Die sind auch nichts mehr. Schade. Halt. Ach hier, also ja gut, das Einbalsamierungswerkzeug. Du weißt es, wir müssen die ganzen Skalpelle und das ganze Gerödel natürlich mitnehmen. Das ganze nutzlose Zeugs. Hier waren wir auf jeden Fall schon, das erinnere ich jetzt, wo ich davor stehe, auf jeden Fall auch. Gut, dann würde ich kurz mal hier aufschließen. Ein Adept. Halt, ein bisschen mehr hier hin. Ah ja, guck an. Okay, sehr schön. Kurz gucken. Nix. Was ist das denn? Oh, das ist nicht so häufig. Schön, dass wir das gefunden haben. Resist Disease. Schön. Was ist das? Vampire Dust? Bone Meal, ja. Ruin, okay. Frost Hearts, yeah. Langsam müssten wir doch auch genügend haben. Bone. Ich guck mal kurz. Einbalsamierungswerkzeug ist natürlich ganz klar. Ich guck mal ganz kurz mit diesen Frostsalzen. Ich meine, wie viel will die denn haben? Wir haben jetzt schon einige gesammelt. Na komm, den nehmen wir jetzt mit, damit es sich nicht alleine anfühlt. Die Bücher haben sich ja hier. Ne? Machen wir doch so. Ruiniertes Buch. Okay. Wir machen kurz eine Kuckerei. Und zwar bei verschiedenes. Vorräte, Feuerschläge. Find Frostsalz. Da. Wir machen das mal an. Ich will nur mal gucken, wenn wir das nächste Mal Frostsalz finden, wie viel wir da jetzt noch brauchen. Hoffentlich wird es angezeigt. Ich bin nicht sicher. Okay, hier sind wir vorhin lang. Die hatten wir auch schon, glaube ich, mich zu erinnern. Alles klar. Alt Judia. Ach, der ist auch schon leer. Naja, waren wir dann schon hier. Halt, nein. Ich will ihn immer aktivieren und dann denke ich dran und dann lasse ich es wieder. Werden wir hier eventuell noch ein Wort der Macht lernen? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Ein Skiva oder irgendwas? Skiva, okay. Gut. Kurz gucken hier. Das sieht immer so ein bisschen irgendwie nach Falle aus. Aber ist es nicht. Ist nur ein lumpiges Gerüst. Ein lumpiges Gerüst. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe. Oh Gott. So. Das sind viele Tasten, die man gleichzeitig drücken muss. Wieso hat der... Hat nicht voll durchgezogen, oder was? Ah, wir haben getroffen. Verstehe. Na gut. Übertöten. So. Okay. Was ist denn das? Was war denn dies? Okay. Lass mal kurz hier hinter dir. Ich habe das noch nicht verstanden. Das ist eigentlich nur gar nichts, ne? Kurz reingucken hier. So.
Ach, hier guck ein wieder durch. Okay. Aber das hat hier keine weiteren Zusammenhänge, ne? Na komm, fuck, dann gehen wir mal weiter. So. Immer schön gucken hier. Glaube ich, dass es vielleicht doch mal noch einen Knopf geben könnte oder ein Hebelchen oder irgendwas. Noch ein Skiver? Sind denn hier so viele Skiver? Tür? Tür? Ach, guck. Mist, den da. Ich... Lass die dann immer zu kurz. Ich werde das nächste Mal es länger lassen, auch wenn ich dann gebissen werde, weil das die bessere, tödlichere Strategie ist. Oder vielleicht, ich müsste es gleich hinbekommen, den zu treffen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, Streitkolben, alles klar. Hallo, liebe Draugen. Nochmal, Dankeschön. Ihr seid nur verbrannt. Nein, ihr seid ruiniert. Okay. Ja, ist ja voll der Unterschied. Verstehe ich schon. Ich wollte gerade sagen, haben die jetzt... was haben die hier einbalsamiert? Aber es ist zum Glück kein... Ach, das ist ein Fuß. Mein Gott. Okay, das sieht aus wie eine kleine Falle. Ach, nee. Na gut. Dann machen wir das. Wie peinlich. So. Aha. Eine Begräbnisurne unter Verschluss. Bedeutet dies was? Nein, es bedeutet nichts. Okay. Hier wieder diese Bedenken wegen einer klitzekleinen Holzdingsbumserei. Hui, ist, ach nee, das ist nur Schmuck, ne? Ah ja, okay. Man sollte wirklich gucken, dass man die verschiedenen Blickwinkel nutzt und so weiter. Das gab es auch schon mal. Dass die Perspektive ist schon wichtig. Ne? Das wissen wir letzten Endes wirklich aus, also der letzte große Hinweis war ja Indiana Jones 3. Ne? Wo er dann nicht der bußfertige Mann wird bestehen, sondern wo man nur durch den wahren Glauben sozusagen die Brücke nehmen kann. Kommen wir noch ein bisschen weiter? Nein. Ist nichts, ne? Ah ja. Nutzt uns aber auch nicht viel mehr. Okay, wir wissen jetzt, es gibt halt irgend so ein Portal da noch, ne? Gut. Den Skiver haben wir noch nicht ausgelootet, unglaublich. Gut. Alles klar. Also ich habe wenigstens schon mal den ersten Schutz sitzen gehabt. So. Da kann ich hier nochmal kurz... Ach, das ist nur Wind. Ja, sag doch. Das war das. Ja, verstehe. Dann haben wir diesen Durchgang schon verwurstelt. Den haben wir ausgeleert. Nein, 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 nein. Ja, komm. Ich will nur kurz nochmal gucken hier. Das schaut aber alles aus. Und das scheint hier nochmal ein wilder Gang zu sein, ne? Irgendwelche Grabräume. Alles klar.
Es wird auch klarer, wo wir jetzt hinkommen. Fahrgas. Das hat mich jetzt hier weggeschoben. Okay. Da geht's nach oben. Die hat Silk und Stahl, und so Stahlpfeile. Ganz toll. Also die sind jetzt echt nicht so... Jetzt weiß ich auch, was der Farkas erschlagen hat. Verstehe. Lecker. Lockpicks. Hallo. Das ist immer ein Leckerli. So. Nein, reden will ich nicht, sondern... Wir sollten weitergehen. Wieso ist denn das noch... Oh. Wir haben noch viel mehr. Was ist Wutrat? Wer war dieser Gelehrte? Den haben wir doch, das haben wir doch schon gefragt. Aber das sieht noch nicht so... Was ist die silberne Hand? Schlechte Menschen, die keine Werwölfe mögen. Das hatten wir doch also auch schon gefragt. Also mögen sie uns auch nicht. Verstehe. Wutrat hatten wir. Wer war der Gelehrte? Hatten wir da eigentlich auch. Ach, warum ist denn das heller? Ich verstehe es nicht. So. Die Gefährten sind Werwölfe. Nicht alle. Im Zirkel jedoch schon. Ein Geheimnis für alle anderen. Okay. Die sind... Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wieder aktiviert. Ich weiß nicht warum. War seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder fast alle. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Okay, ich will das... Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Warum ist denn das unterschiedlich? Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Okay, ja. Also wir haben es schon mal gefragt, das weiß ich. Aber ich fand es halt komisch. Dass das so nicht ganz ausgegraut war. Vielleicht geht's hier weiter, weil sonst müssen wir erstmal gucken, wie wir da jetzt hier weiterkommen. Und das bin ich gar nicht gewohnt bei Skyrim. Da täte ich mich schwierig. Wir gehen oben lang, wir könnten aber dann auch nochmal unten. Wir gucken erst unten nach. Das lässt mir sonst keine Ruhe. Okay. Alles klar. Das war ein Draugr. Wow. Was willst du denn? Mist, dachte ich, geht da weiter. Ich würde mal gucken, ob der... Würdest du? Der. Und? Alter. Dir geht's gut. Das ist erstmal wichtig. Der war ganz schön robust jetzt zum Schluss. Hat einen ein bisschen irritiert. Ich habe nicht mehr als eine Konzentrationsfrage. Gut, wir sollten jetzt vielleicht... Also offensichtlich ist Feuer ziemlich gut gegen die.
Würdest du mich nicht schieben, lieber Farkas? Ich mag dich sehr, aber nicht, wenn du mich schiebst. Schieben. So. Ja, gib mir doch einfach alles mit. Okidok. Wow, das ist ja schon eine ziemlich lange Nummer. Ich frage, wie wird das hinführen? Wo wird denn das nur hinführen? Okay, hier müssen wir mal kurz hinter. Das sieht vielversprechend aus. Aber ist eine, in Wahrheit eine Sackgasse. Eine wirkliche. Schade. Schade, schade, schade. 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 Okidok. Also wir werden auf jeden Fall hier mit einem großen Plus an Schleichkünsten rausgehen. Ach, das haben wir vorhin gesehen. Das ist ja so cool. Moment. Das ist jetzt der Blick, den wir hatten. Ich gucke nur noch mal ganz kurz rechts und links. Davor liegt auch nichts. Schade. Okay, gut. Ist nur schön. Aber ich bin nicht sicher, ob ich... Also es ist cool, aber ich bin nicht sicher, ob es was für die eigene Wohnung ist. Ja, das ist vielleicht schon tot. Es lichtet sich etwas. Der ist auf jeden Fall schon weg, ne? Ach guck, hier sind jetzt wieder oben welche. Alles klar. Fahrgast, dankeschön. Der Fahrgast, der schiebt immer. Du schiebst immer. Das ist doof. Ich kann nicht zielen. Wo bist du denn da? Ja, versteck dich nur hinter deinem dicken Schwert da. Na gut, aber bist ein Kumpel. Kannst machen, was du willst eigentlich. Hanging Moos, oder was? Alles klar, danke. Mein Gott, sind die alle tot, oder was? Unglaublich. Und die bleiben auch weg, oder was? Okay. So. Kaiserlicher leichter Helm, aber hallo. Wie kommt denn der da hin? Aue. Wir werden jetzt wieder an was gewöhnt. Und dann brechen die plötzlich wieder aus den Wänden raus und so weiter und so fort. Wir werden dann gewöhnt, ne, dass nichts passiert und so. Gut, dann vermute ich mal. Achso, da ist ein Hanging Moos. Nochmal gucken, wie wir das kriegen.
Ja, dann. Alter, das wird ja immer größer. Das wird ja nicht kleiner. Und das... Das nenne ich mal ein Empfangszimmer. Und das ist hier garantiert. Ich will jetzt nicht schon wieder mit Fallen anfangen, aber das ist sicherlich auch was Größeres, was hier warten könnte. Alter, okay. Und wir haben echt nicht so viel Zauberzeug mehr dabei. Ich guck noch mal ganz kurz. Potion of Blood, die beiden haben wir. Quality Fortification. So, stable. Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Und ein bisschen was haben wir schon. Ich höre ein Wort. Ganz leise im Hintergrund. Kann man das hören? Es ist auf jeden Fall. Ach ja, da war noch was. Es ist auf jeden Fall hier ein Wort in der Nähe und das bedeutet erstmal Kampf. Und die kommen garantiert raus. Alter, okay. Okay, wir werden Folgendes machen. Wir werden jetzt nach da vorne gehen und dann wieder zurück. Farkas. Das ist eine Falle. Und das ist eine total geile Atmosphäre. Und gleich werden die rausbrechen hier irgendwie. Aber es ist egal, jetzt holen wir erstmal das vor. Das Wort Feuer, Feueratem. Ja. Geil. Hier ist nichts passiert. Ich kann das nicht glauben. Diese Dinger sind prädestiniert, dass hier irgendwas aufgeht. Wutschalt. Ich wusste es doch. Drauger, bleibst du hier? Bisher war es ja eigentlich recht lustig, aber wo sind die jetzt hingerannt? Ruheloser Drauger, es ist zu. Also die müssen, die haben sich versteckt. Ach, okay, hi. Alter, okay. Das ist nicht gut. Alles klar. Zu beziehen. Mist. Das ist nicht gut. Hallo?
Fuck it. Fuck it. Ich kriege euch. Halt. Das ging jetzt etwas sehr durcheinander alles. Puh. Fuck it. Alter, fick dich. Alter, wir sind nicht so hoch gerutscht, wie ich dachte. Irgendwas Einfaches? Oh Mann, das wird jetzt ein bisschen knapper. Okay. Schöne Einstellung eben. Das war jetzt nochmal, Alter, das war jetzt schon. Aber wir haben es geschafft, ne, Farkas? Schön. Unter Einbeziehung aller Tränke, die noch da waren. Aber es war irgendwie mehr oder weniger klar, dass das nochmal richtig eskaliert hier. Holy. Gewöhnlich. Elfen. Oh, beschworen. Beschworene Dedra. Bis zu Stufe 20 werden zurück ins Reich der Verkehr. Okay. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, Dedra, so, die sind uns noch nicht begegnet, ne? Aber das ist ein geiles Ding, glaube ich. Nur so rein. Muss ich nochmal speichern. Wow. Okay. Ho. Das waren viele. Zum Schluss dann. Also am Anfang war es ja noch easy, ne? Immer so mit einem Schuss weggeknallt. Aber hier, guck mal, der... Oh, wow, okay. Der hat schon ein paar jetzt bekommen. Ancient War Axe, nichts Besonderes dabei. Alles klar. War jetzt hier eins nach dem anderen. Draugenwicht nochmal einer. Veredler Mondschein, sehr schön. Da haben wir den auch mal gesehen. Damit können wir Elfenrüstungen verbessern. Wer es nicht gesehen hat beim... Alter, die Farkas. Hey. Ja, du hast mich angerempelt. Du bist der, der hier rumrempelt. Hör auf, Mann. Blödi. So, ich hatte eben gerade wieder... Regen, der auf einen Stahl. Auf einen Stahl-Dingsbums fällt. Hui, der hat einiges mit dabei. Magic Aversion? Was ist das denn? Weaker to Magic. Okay. Alles klar, was die so schönes mit haben. So. Mal kurz hier oben nochmal. Okay. Also getroffen sind die, aber. Wow, Alter, durch den Kopf, durch den Kopf. Junge, Alter. Na, das war doch... Ach, okay. Ich muss mal kurz wegstecken. Es dauert
dauert dann zwar wieder länger, ihr wartet raus haben, aber was soll's. Ja, kommt einfach rein. So. Ich hack mal jetzt alle schon. Was trommelt denn da? Hab keine Ahnung, was hier gerade so. Ach, guck mal. Der hat so ein kleines bisschen Unruhe. Können wir dir helfen? Autsch. Wir haben noch einen Traugen zu lernen. Ich weiß es. Na bitte. Ach, das waren das ruhelose Traugen. Das ist ja, wäre ein Scherz. Ja, es waren ruhelose Traugen. Na gut. Ja, dann können wir. Alles klar. Nee, hallo, könnt ihr. Kommt. Ich kann den auch nicht so gut weg. Der ist eingeklemmt. Ich will nicht mit dem rumspielen, sondern ich will einfach nur, dass die Tür zu ist. Und ich kann den nicht wegnehmen. Dann bleibt so. Ich lasse den jetzt nicht in alle Ewigkeit rumzappeln. Die sind alle raus hier gekommen. Okay. Haben wir jetzt hier noch einen übersehen. So. War hier noch gar keiner offen? Ich weiß es leider nicht mehr. Gut. So, dann hätten wir, glaube ich, jetzt hier... Ach, guck an. Sind da auch welche abgeprallt oder was? Oder habe ich nicht getroffen? Leer, leer, alles klar. Gut, hier haben wir das Wort auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon einen Feuerstoß. Den könnte ich eigentlich auch nochmal irgendwie, aber wisst schon. Da müssten wir erstmal uns noch genauer beschäftigen. Durchsuchen, oder? Alles klar. P ist eigentlich viel besser. Nehmen und schließen ist das praktisch in einem. Ne? Gut, die ganzen Kameraden sind rausgekommen. Hallo. Ja, aber was wundere ich mich. Ne? Also, ach, hier von hier oben auch, oder was? Interessant. Ach, guck. Der hatte einen doppelten Boden, der Typ. Nein, der hatte keinen Boden. Der hatte einen minus 1 Boden hatte der. Ist schon schön hier. Also ich will hier nicht einziehen, aber ist schön gemacht. Eindrucksvoll auch, ne? Haufenweise Staub fliegt rum, aber kann man hier eigentlich noch irgendwas mehr rausziehen und mehr rausnehmen, mehr lesen oder so kann man auch nicht. Gut, dann habe ich jetzt genug rumgemacht, würde ich sagen. Gehen wir gerade mal wieder. Wie spät haben wir es denn? Halbes Stündchen. Ja, dann gehen wir langsam mal raus und dann vielleicht zurück. Dustmans Karren. 26. Ach, guck. Dustmans Crypt. Die kann man nicht mitnehmen. Ach guck. Wir kommen vorne raus, ne? In dem zentralen Raum, wo ich mich gewundert habe. Mit dem Tisch. Alles klar. Ja, der Farkas wieder, ne? Gut. Hatte ich mich hier gewundert, ob das nicht noch doch irgendwo aufgeht, aber ja, sei es drum. Schön, dann haben wir das. Gehen wir nach Hause. Und ich würde mal sagen, wir machen vielleicht hier einen kleinen, den Ladebildschirm spare ich. Wir sehen uns dann einfach draußen wieder, Farkas und ich gehen jetzt raus und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.